Nein, ich will nicht noch mehr meiner Freunde töten. Nein. Wer kommt denn da rein? Jemand, den ich getötet habe. Okay. Kein Frühstück. Ich habe jetzt immer noch nicht nachgedacht, ob das überhaupt einen Effekt hat. Okay. Und ja, diesmal habe ich sogar gehört, dass er Louis ist. Ich wollte erst Stahl sagen, weil er so ähnlich aussieht wie Stahl aus Fire Emblem Awakening. Okay. Cool. Ja, und willkommen. Boah, dann ist dann die Rollpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire Emblem Engage. Blah. Und heute spielen wir weiter das DLC mit den Dämonendrachen. Einer von denen ist vielleicht böse. man weiß ja nicht, ne? Gut. Ich habe mich wieder vorbereitet. Diesmal habe ich nicht so viele Charaktere wie sonst vorbereitet, weil die meisten von denen kann ich sowieso immer nie benutzen. Ich habe jetzt, glaube ich, Hortensia, Ivy, Kagetsu und Goldmary habe ich vorbereitet für das nächste Kapitel, weil wir marschieren ja ein in Illusia, in die Alternativversion von Illusia heute. Und ja, ich sammle erstmal Zeugs hier ein, was hier aufgetaucht ist. Und wir machen dann, wir gehen auch nach Illusia, ne? Lass mal die Musik ändern. Irgendwie, weil nicht so thematisch passt, ne? So, diesmal habe ich mich nicht so, weil nicht auf mehrere Charaktere konzentriert. Man glaube ich 5 Charaktere neben den Hauptcharakter oder mit dem Hauptcharakter, mit dem Hauptcharakter. Und ja. Weil mir gehen halt die Bandfragmente irgendwann aus. Ne? Ich habe 6380, was jetzt nicht so wenig ist, aber immer noch relativ wenig. Ne? Ich glaube, Fogado und Timera muss ich gar nicht irgendwie grinden, weil Fogado hat Corin auf Level 20. Von daher brauche ich da irgendwie nichts machen. Ja, ich habe schon wieder 90. Und Timera hat, glaube ich, auch relativ hoch gelevelt. Von daher brauche ich gar nicht so viele Punkte da reinballern, ne? Und ich möchte mit hochgelevelten Emblem da reingehen, ne? Weil ich ja keine Erfahrungspunkte krieg und so, ne? So, nein, ich habe kein Links. Warte mal, ja, ich habe so viele Heilstäbe. Weil die brauche ich andauernd, ne? Nimm einen so einen Küchleinstab. Ich weiß nicht, ob ich die jemals benutzen werde. Letztes Mal habe ich irgendwie voll Mist bekommen, glaube ich. Tiramisu. Stimmt. Wow, ich habe echt nicht mehr viele Sachen, die ich da reinpacken kann. Ich kriege ja auch keine Sachen hier, ne? Habe ich noch einen Starschwert? Ich habe so viele Starschwerter. Der Tank der KP, die geben eigentlich auch nichts, ne? Die geben gar nichts. Habe ich einen so Elixier noch? Ne? Dann machen wir das. Ja, die Stats Booster, die geben natürlich viel. Die soll ich vielleicht auch mal irgendwann benutzen, aber ich bin immer zu knauserig bei solchen Sachen. Da so, gibt der Küchleinstab überhaupt irgendwas? Nö. Sondern etwas magere Ausbeute. Nämlich man, die Ration bringt auch nicht viel eigentlich, ne? So. Mein Gott, Dingens hier. Unterstützung, wichtigste, ne? Gucken wir uns erstmal hier Unterstützungsgespräche an, ne? Einmal Frau und Kagetsu, wenn ich bitten darf. Man Gespräche machen wir am Ende des Parts, weil es nächsten Part. ふだん誰に文を書いておるのじゃ両親にだよ時々近況報告をしないと二人とも心配しちゃうんだ私も大人なのに 困った親だよね。なるほど。両親にとってのフランはまさに小中の玉というわけじゃな。
家族思いな両親ではないか。フランとて内心嬉しいのじゃろ。もうまあ少しはね。花月さんこそ遠い異国から来たんだし、家族から手紙が届いたら嬉しいでしょ。それはわからぬ。世には Meine Familie ist tot. 誰からも文など届かぬからの。え、どうして。世は故郷を飛び出してここへ流れ着いたにじゃ。誰も世の行き先など知らぬ。それに家族は今でも怒っているじゃろうしの。じゃあ飛び出してから一度も里帰りしてないの。その通りじゃ。そんなのよくないよ。私が家族だったらきっと心配すると思う。そうだ、花月さんも故郷の家族に手紙を書いてみようよ。きっと喜んでくれると思うな。世が家族に文を。いかんいかん、お断りじゃ。いい案だと思ったんだけどな。気持ちは嬉しいが、世には世の事情があるのじゃ。心配してくれたことには感謝するぞ。さすがは世の小さな友人じゃ。もう小さいは余計だよ。 OK. Bestimmt irgendeine Samurai Familie oder irgendwie sowas. Bestimmt voll kompliziert. So, Lapis und Gold, maybe. Zwei Schwertkämpfer laufen in der Bar. Eine ist ein gutes Mädchen, eine nicht. Ich bin in Irushion, der Mura, in der Onsen-Yadu, der Hitori-Musume. Ich bin in Irushion, der Onsen-Chi, der Onsen-Yadu. Das ist auch ein gutes Mädchen. Das ist gut, aber... Ich habe die Eltern gesagt, ich wette, du hättest auch gerne Bären. Kuma? それなら一緒の手紙を書いて熊の対象を両親たちに伝えましょう。でも熊の対処法なんて私にはさまざまなことに長けている私ですが。さ、notwendig irgendwie da den Text so zu erweitern? Ich verstehe nicht. In der englischen Version ist das ja wahrscheinlich ganz offensichtlich besprochen. 私も村の出で熊との付き合い方は大体わかるから。そうなんですか。例えば。畑で野菜を食べているクマに出くわしてしまった場合は、そんなところで食べていると危険な目に遭っちゃうわよ。あっちでお食べ。Dann drop kicks du ihm in den Gesicht, ne? クマの方も分かったという感じで立ち去ってくれたりするのよ。Dann brichst du ihn das Genick. Wie Fluttershy aus My Little Pony. 何度も実践済みのことよ。わかりました。信じます。こういう感じの対話の方法から戦い方まで対処法は100個ぐらいあるんだけど興味ある？はい、全部教えてください。 OK、 alles klar. Dann haben wir Ivy und Temera, zwei Prinzessinnen mal. Ob ich die nicht schon vorher hatte? Ivy 王女、こんにちは。ごきげんよう、ミステラ王女。 Ivy 王女って私と同じ第一王女なんだよね。そうね。私はイルシオン、あなたはソルムの。でもとても同じとは思えないわ。第一王女なのにこうまで違うとはね。そんなに私たちって違う？見た目も性格も正反対だと思うわ。どちらが良い悪いではなく、あくまでも違うということだけど。まあ確かにそうかもね。それに私は領地内を放浪しないし、野宿を体験したこともない。それってもったいないよ。野宿ってすっごく楽しいんだよ。私にはそうは思えないけれど。なら体験してみようよ。ミスティラと一緒に時々野宿体験。どうして私がそんなこと。Weil ich es so will. Ja, so, ne? Seckak no Solum 第一王女からのお誘いだもの。お受けするわ。やったー！じゃあ、いろいろと用意しておくから、楽しみに待っててね。ありがとう、ミスティラ王女。Okay. Zack, boom. So. Ich glaube, ich vergesse immer irgendwie zu erwähnen, dass ich irgendwie andere Klamotten anhab, ne?
gerade als ich aus dem Support rausgegangen habe, ist mir halt erst aufgefallen, habe ich irgendwie halt so registriert, so, hey, warte mal, ich trage ja irgendwie komische Klamotten. Das sind, glaube ich, illusionische Klamotten, die ich gerade trage, ne? Was ist das, ach, der Schal geht so durch meinen Körper. Ich habe schon gedacht, habe ich da so kleine Flügelchen an Hintern? Ja, angeblich sind das irgendwie illusionische Klamotten, die ich trage. Illusionische Winterklamotten oder so. Nächstes Mal habe ich irgendwas von Dings an. Von Solm. Ich glaube, ich habe auch schon von Solm irgendwas an. So. Gute Frage. Ich soll vielleicht irgendjemanden hier mitnehmen, den ich auch gleich benutze, ne? Zum Beispiel Hortensia und Ivy. Ja, ne? Ich habe ja jeden schon jetzt hier auf B mindestens, ne? So, die beiden sind ja gleich im Kapitel dabei. Deswegen sollte ich vielleicht bei denen hier mich bemühen. Nussriegel. Machen wir mal einfach, ne? Vielleicht kriege ich auch besseres daraus. Nussriegel. Obst, Gemüse. Ne? Was denn zu Nüsse? Nüsse ist normalerweise nicht ein Hauptgericht. Das ist einfach nur ein Nussriegel. So ein Hanuta ist dann einfach nur. Hey, wenn säumisch zusätzlich. Verteidigung plus 1. Etwas spärliche Ausbeute hier vom Essen. Also mal machen, ne? So, bringt jetzt irgendwie keinen. Bringt jetzt hier nichts irgendwie, um meine Charaktere hinzugehen, umzugehen. Ne? Ich habe Kagetsu und Lin ausgerüstet. Ich habe mir halt alles wieder notiert, damit ich gleich wieder weiß, weil gleich, wenn ich ins DLC gehe, dann sind die Emblem wieder vollkommen anders verteilt. Hortensia habe ich Corin gegeben, so für eine Hoffnung mit Donna irgendwie hier. Sie hat gute Fähigkeiten. Ich bin extra im DLC noch mal in ein älteres Kapitel reingegangen, ne? Und habe mir da die Staatswerte der Charaktere angeguckt und danach irgendwie die Embleme ausgerüstet, ne? Weil nicht, wenn ich jetzt irgendwie hier hingehe und weiß nicht, ihre Fähigkeit ist ja zum Beispiel voll hoch, dass sie dann irgendwie im DLC irgendwie schlechtere Werte hat oder so, ne? Deswegen habe ich das irgendwie, nachdem ich die Werte im DLC angeschaut habe, hier so alles ausgerüstet, ne? So, einige Charaktere haben ja neue Fähigkeiten ausgerüstet, weil ich ja keine Erfahrungspunkte kriege, habe ich Dings rausgenommen hier. Hier, nein, falsches Ding. Ja, das hier, respektable Lehrkraft. Habe ich halt rausgenommen, weil ich ja keine Erfahrungspunkte kriege. Habe ich, glaube ich, Geschicklichkeit plus 3 gegeben. Hier habe ich, glaube ich, Stärke plus 2 gegeben. Ne? Hier habe ich Momente gegeben für nebensächliche Heilung. Hier habe ich, sie hatte, glaube ich, nur die gleichen Momente. Ja. Aber mehr kann ich halt nicht machen, ne? Mehr ist irgendwie schon, weil nicht, alles andere ist ja schon gescriptet und so, ne? Deswegen gibt es halt nicht viel, was ich machen kann. Dann würde ich sagen, gehen wir zur Dämonenwelt und machen da weiter. Mal gucken, wie es da weitergeht, ne? Mal gucken, wie Hortensia und Ivy sich irgendwie benehmen. Ist Hortensia, ist Ivy irgendwie die irgendwie voll irgendwie auf süß macht oder was? Funktioniert das überhaupt? Erfahrener Level 5. Ist das dann ein normaler Kampf oder ist das auch irgendwie mit vorgegebenen Sachen? Weil das ist ein vorgegebenes Level dann wieder, ne? Weiß ich nicht. Nicht, dass ich das sowieso machen würde, ne? So, die Gruppe erfährt von verdächtigen Handlungen in Illusia. Noch 3 Armringe verbleiben. Frostiger Wald. Datei ist 1, 2, 3. Also es gibt mindestens 6 Kapitel, ne? Wenn noch 3 Armringe übrig sind, ne? Na gut. Dann rein da. Es gibt noch mindestens 3 dann, ne? Mit diesen hier eingeschossen. Also 6 Kapitel gibt's. Königinnenzorn. Kimi wa tada hitori no tame ni ugoki.
Ist das der, wenn ich denke, wer es ist? Ich glaube ja, ne? Stimmt, ich habe gar nicht dran gedacht. Oh. Gehen wir mal wieder hier nochmal. Hab gar nicht dran gedacht, dass wir da irgendwie neue Charaktere bekommen. Wahrscheinlich. Stimmt, da kriegen wir ja Mani vielleicht, ne? Aber noch mal Maubier? エル、見てください。姉もねの花が咲きましたよ。なんて美しい。戦の中でも心が現れるようです。皆にも見せてあげましょう。あの青いのと赤いのを摘んで。摘んでしまってはかわいそうです、神龍様。花を摘むのではなく、皆をここに呼びませんか。確かに、その方が良いですね。ありがとうございます。エルは優しいですね。 Deswegen kannst du mich nicht leiden, weil ich nicht so gut bin wie dein Wirmgott. Das ganze Töten macht mich müde. Okay, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen gespannt, wo es hinführt mit ihr. Ich vermute, sie wird am Ende irgendwie der Bösewicht oder so. Und er bekommt irgendwie die ganzen Drachenkräfte von ihr oder so, ne? Deswegen kann ich wahrscheinlich auch noch keine Sachen lernen, ne? Also Fähigkeiten und Emblemfähigkeiten oder sowas, ne? Weil wir sie nicht bekommen, ne? Schon mal wetten. Ich wünschte, ich hätte sie bevor sie gestorben ist. Wir haben auch mal wieder gehört. Ist er irgendwie der einzige Böse in dieser Welt? マデリン、私はマデリン。強くの一員です。一番の弱敗者ではありますが、実力では負けていないつもりです。あなた様のことは必ずやお守りいたしますので。頼もしいですね。よろしくお願いします、マデリン。最初は鼻水垂らしたガキだったのに、立派になったもんだぜ。 お前を拾ってきたモーブも鼻が高いだろう。パビエ？鼻水など垂らしていません。やってんの、やってん、gleichen Namen。モーブが誇らしく思ってくれるのなら、私としても嬉しいですけれど。モーブは
Dann muss ich den mitnehmen, falls er heute hier vorkommt. モブのことは当初ソンブル側の密偵かと疑っていました。 ソンブルの元を去った私たちのことを追ってきたのかもしれないと。しかし身辺を調べても潔白そのもの。生前の神竜様も彼のことを心から信頼していました。早く紹介したいですわ。私欲結成のきっかけも彼なのですよ。本当なら棟梁はモーブがふさわしいのですが、何が理由なのかどうしても私にと。 年功序列ってやつだろ。何ですって？マデリン、偵察の結果は？はっ、イルシオン城内は先日より少数の兵のみを残し、王族不在となっています。国王とこの衛兵はハザード大教会内にこもりきりで一心不乱に儀式を執り行っているのを確認しました。儀式とは何の？まさか。 ソンブルの復活ですか。その推測で間違いないかと。イルシオンは邪竜信仰の国。その可能性は考えていたけどね。僕たちも異世界から神竜様を呼び出してるし、あっちもこっちも元に戻るってこと。我々は遺体を起こしたわけではありません。まあそうだね。 向こうは異世界から呼ぶ術はもたないし、でも複雑だな。また父上と顔を合わせたら。そういえばリトスを立って以来敵側の動きがないのが奇妙ですね。もしかして儀式に手を貸しているのでしょうか。皆様警戒を。騎兵が一機こちらに接近しています。イルシオン兵ですか。いえ、 何か見覚えが。え、あれはモーブ。あ、ミサス、ベース、ブジ、イケメン、タコン。マデリン、無事でよかった。ここはまだ安全のようだな。噂。あ、いや、買えない、インデンスキン。どうしてここに。イル様、エル様もお会いできてよかった。モーブ。 あなたにはソルムの偵察を命じていたはずですが。すみません、異常事態が発生しまして、ソルム王の動向を追っていたらここに来てしまったのです。ソルム王が？なぜ？動向をつかめなかった俺の失態です。まさか突然城を立つとは。トメゲン、バイルキャンプ。兵を伴い、イルシオンに入りました。事実上の ソルムによるイルシオン侵攻です。それはイルシオン王の儀式が関係を。蛇竜復活を恐れたソルム軍が儀式を阻止するためにハサード大教会に向かっているのでは。テミアランに不備えて。先端が開かれてからでは厄介です。大教会に急ぎますよ。案内は私が。 出立前に挨拶だけでも。私は異世界よりお越しくださった神竜様、それで相違ないでしょうか。はい。俺は私欲の副官モーブです。以後お見知りおきを。事情は承知していたのですね。誰かが伝えておいてくれたのでしょうか。 Okay. Er hat keinen eigenen Skin. Das ist sehr verdächtig. Kämpfen gegeneinander. Sehr geil. Irishion-Gun-Show-A-I-D-U.
Die sind schon Könige, ne? Haben wir auch noch nicht gesehen. できますか、神竜。もちろんです。俺は大教会内にもし儀式を執り行う者がいれば阻止します。しょうがない。頼みましたよ。もう。はい。じゃあ、 der Typ ist sowas von tot. Der Typ wird sowas von nicht überleben. Der Teil das Schicksal von Mani aus unserer Welt. Okay. Müssen wir gegen zwei, die werden aber wahrscheinlich beide auf uns losgehen, ne? Aufgrund der hohen Anzahl an Feinden auf dieser Karte mit Stab und Tanz. Ja, okay, das haben wir schon mal, ne? Aber wieder die Musik. So. Hey, Madeleine. Mitglied der Verwinde, eine aufgeweckte gepanzerte Ritterin mit festen Überzeugungen. Sehr cool. Ah, ich hätte mir echt gewünscht, sie wäre irgendwie ein Schwertgeneral. Dann hätte man nämlich von jedem General irgendwie einen. Ne? Dann hätte man Jade als Axtkämpfer, Louis als Lanzenkämpfer. Ne? Okay, initiiert die Einheit Kampf und bemüht sich die Einheit neben einen Verbündeten. Erleidet sie Schaden minus 2. So. Na gut, ich kann auf 4 Charaktere. Ich habe genau 4 Charaktere vorbereitet, aber das war nicht die richtigen. So, oh, die haben verschiedene. Oh, werden die gegeneinander kämpfen? Sehr gut. Das gab es doch gar nicht in diesem Spiel, ne? Habe ich ein bisschen vermisst. So, was ist mit dir los? Oh, oh, Gewitter. So, Ivy und. Ah ne, das ist Sorin, genau, Stratege. Hm. Stimmt, dann denke ich an jemand anderen gerade. Eliosia ist Königin aus einer anderen Welt. Sie ist als eitle Adelige gefragt, hat sie den niederen Stand ihrer Schwester. So, sie hat natürlich alle Sachen hier, alle coolen Sachen. Jetzt Hortensia ist wahrscheinlich auch irgendwo hier, ne? Außer sie ist nicht hier. Hat man noch gar nicht, hat irgendwie zwei Armeen gegeneinander kämpfen. Ne? Das habe ich ein bisschen vermisst. Ich finde das geil, wenn das immer. Das irgendwie, weiß ich nicht. Okay, sie hat eine Axt. Aber sie kann mir da. Ne? So, Temera, Säumskönigin aus einer anderen Welt. Eine extrem starre und formelle Person ohne Anpassungsvermögen. Also sie sah ein bisschen ernst aus. Okay, warte mal. Aber haben wir ja nur die beiden. Also nicht Hortensia und kein Fogado. Mit Fogado, ich werde also alle Königsmitglieder ja dann mitnehmen wahrscheinlich, ne? Scheint nicht. Aber ich mag es, wenn irgendwie, weil nicht, wenn mehrere Armeen aufeinandertreffen, hat irgendwie was. Bei den früheren, vor allem im früheren Fire Emblem Spielen ist das halt, weil nicht, da waren die Spiele noch nicht so gut programmiert, nehme ich an. Ne? Da konntest du irgendwie nicht irgendwie so zwei verschiedene Armeen programmieren, die irgendwie aufeinander losgehen oder so. Da sind die meistens immer alle auf einen losgegangen. Das ist natürlich ein bisschen doof gemacht. Aber da waren die ja auch noch ein bisschen rustikaler, ne? Konntest du wahrscheinlich nicht so einfach programmieren. So, ja, diese Armee kämpft auch gegeneinander und diese kämpft gegen dich und gegeneinander und so, ne? So, wen suche ich ja gerade? Fogado, da, mein Gott. Das Gute ist, Fogado. Ja, da muss ich Hortensia aber jemand anderen geben. Ich habe jetzt so auf Dings hier.
konzentriert. Aber er hat Coin auf Level 20. Warum sollte ich ihm nicht Dings geben? So, ihr muss ich natürlich auch noch jemand geben. Lass mich mal kurz meine Notizen hier anschauen, ne? Damit das hier alles auch hab. So, ich mit Marv. Nell habe ich mir notiert. Gebe ich Roy. Roy hat sie noch. Neil hat bei Lev. Celestia hat immer noch Sigurd, ne? Ich gucke ja an den falschen Dingern gerade. So, Gregory habe ich. Ich gucke mal an den falschen. Mikaya, ja. So. Potenza wollte ich eigentlich Dings geben, Corin, aber so. Ich bin mir ziemlich sicher, entweder Temera. Temera hat, glaube ich, Ike relativ hoch gelevelt, ne? Okay, Level 10, ich meine. Okay. Oder hat irgendjemand anderen noch höher gelevelt? Live. Habe ich den schon mal vorbereitet? Dann gehen wir den live. Okay, für die habe ich schon irgendwie welche auf Level 15. So, muss ich nur Ivy und Hortensia hier ausrüsten. Oh, jemand braucht Lin. Geht wahrscheinlich mal Lin, ne? So, Selika habe ich auch noch. Was ist eine Stärke? 25. Das ist sehr hoch. Das ist verdammt hoch. Das ist verdammt hoch. Palette wahrscheinlich ein bisschen stärker, aber Alter, sie hat 25. Panette hat nur 3 mehr Stärke als sie. Ja klar, Lin dann. Sehr cool. Ich hab nicht gedacht, dass sie so stark ist. Für Magie, Glück und Geschicklichkeit alles, aber ein bisschen niedrig. So, wen haben wir da noch übrig? Celica, Ike. Ah. Oh Gott sei Dank. Gebe ich ihr? Ja, und Hortensia, zum Glück ist sie mehr so, ich werde sie wahrscheinlich mehr so zum Heilen hier benutzen. Erika wäre nicht schlecht vielleicht. Also, einzige, der hier übrig bleibt. So. Fogado, hast du noch jemand anderen außer Corin hier hochgelevelt? Nee. Na gut, ich meine, Hortensia wird sowieso mehr zum Heilen hier benutzt wahrscheinlich. Wir können ja hier Erika geben, ne? Aber was kann ich hier noch gebrauchen? Sie hat doch nicht das Windschwert leider. Ein bisschen mehr Magie, ein Magie. So, Elfendonner. Ist das okay? Ab hier. Wie sieht ihre Stärke aus? Nicht gut. Silberbogen, Langbogen. Geben wir dir mal ein. Das war Silberschwert benutzen ohne. Nein. So. Oh, ihr habt all meine Stahlschwerter aussortiert. Cool. Alter, einige Leute kommen wörtlich nicht hier. Einige Sachen tragen ohne runtergeschraubt zu werden, könnt ihr nicht machen. So, Erholung. Gibt es hier irgendwie irgendwas Mieses? Solange nicht gegen diese Wölfe kämpfen, ist ja eigentlich Erholung gar nicht notwendig. So, sie hat die gleichen Sachen: Purgativ, Erholung, Erneuerung. Okay. Haben wir nicht einen normalen Heilstab oder so? Die Dinger sind relativ schnell weg, würde ich sagen. Warte mal.
das lagern. Ja, ne. Kann ich eigentlich so machen, ne? Für den Fall, ich irgendwas anderes brauche. Vorrat. So, die sind alle Level 3, Mann. Das heißt, sie können alle nicht ihre Fähigkeiten einsetzen, ihre Superfähigkeiten. Reicht. Notemera, ich werde nicht zufällig irgendwie so eine magische Lanze haben, ne? Nö. Ja, das Silber, Speer und Großlanze. Und ein Ritter tot. Volga, nun kannst du das überhaupt tragen ohne Figur 8? Hm. Eine enorme Menge KP. Ich hätte lieber Pflege. Da habe ich nur einen. So, ich glaube nicht Erneuerung, was ich brauchen werde. Ist okay, das ist okay. Ah, ich habe gar keine Pflege mehr, ne? Ne. Na gut, dann machen wir es so. Okay, mehr können wir nicht machen, ne? So. Wenn jemand, der Ico Lucina dabei hat, aber das ist schon in Ordnung, ne? So, Tensia ist halt Level 5 mit ihrem Band, aber das ist schon okay. So. Ach, die Typen war ja. Hm. So. Meine Strategie wäre jetzt, mich irgendwie jetzt zurückzuhalten, ne? Okay, hier gibt es auch keine Sachen, die ich irgendwie einsammeln kann oder so, ne? Ich nehme an, ich muss auch die losgehen alle, ne? Aber die werden wahrscheinlich irgendwie auf mich zukommen, ne? Ja, wetten. So, kann ich dich? Hier sind eine Menge Wälder. Aber ich habe jetzt keinen Dieb dabei. Ich will am liebsten Enya schon erledigen, ne? Ich könnte einen Schützen hier reinpacken. Wie dich zum Beispiel. Das ist ein gepanzerter, den kann ich mit ihr erledigen oder mit ihr. Geht mal alle hier hin. Den Rest überlege ich mir schon. Alles klar, gut. Okay, Königin in Zorn, frostiger Wald, Vorkampf. Sieht mit dir aus, bist du immer noch schlecht? Oh ja. Ich habe mal ihre Passive angeguckt, ne? Ihre Fähigkeiten, ne? Initiierter Gegner in Kampf gegen Nier, die einer kriegt plus 10 vor einen Zug, das ist auch nicht schlecht, ne? Das heißt, am liebsten müsste ich ihn irgendwie hier in Reichweite stellen, ne? Aber, ne. Ja gut. Räum mal direkt zwei Ringe aus dem Weg, ne? Das heißt... Vielleicht ist die nächste schon die letzte. Aber ich nehme an, wir müssen ja irgendwas machen, nachdem wir die Dinge eingesammelt haben. Ne? Einige Einheiten dieser Schlacht sind gelb markiert. Hierbei handelt es sich um die feindlichen gesonnenen Einheiten, die aber auch rot markierte Gegner angreifen werden. Und sie dies zu deinem Vorteil und lasse die beiden Gruppen sich gegenseitig dezimieren. Ja, da ist normalerweise der Plan. Mal so was. Auf zwei von denen loszugehen. Ist absolut krass. Es ist wieder Kampf hier in Free Houses, ja. Wie war noch mal? Ich kenne das nur auf Englisch. Battle of the Eagle and Lion. Wo ja alle drei Klassen aufeinandertreffen. So, diese Trefferchancen, ne? Ah,
Ah, ich liebe solche Art Kämpfe, ne? Wenn man so schön Freiraum immer hat, man machen kann. Da man ja keine Erfahrungspunkte kriegt, macht das auch keinen Sinn, irgendwie, weil nicht hier selber irgendwie reinzugehen und irgendwie die Gegner zu erledigen. Weil das ist so der Normalfall, was man machen will, ne? Man möchte am liebsten so viele Charaktere selber erledigen, ne? Statt dass die sich gegenseitig abschnetzeln hier, ne? Für Erfahrungen also was, ne? Aber das scheint ja wohl nicht so der Fall zu sein, ne? Ich habe alle keine Dinge. So, du kannst den Gnadenstoß geben. Dann mache ich Folgendes, ne? Ich hoffe, ich treffe damit auch. Mhm. Oh ja, stimmt. Ich muss mal irgendwann ja Bündnis ausprobieren mit ihm. Ey. Ich traue mich das nicht. So. Erstmal nicht mehr um mit Vergiftung hier rumkämpfen. Ja, das ist gut. Oh, der ist sogar noch besser. Na gut. Ja, gut, dann macht mehr. Okay, der erste Zug war relativ. Ach so, das ist der Dingens. Kann schon sagen. Sehr cool. Sieht so irgendwie, sieht irgendwie so höflich aus hier, so in Händen, hinterm Rücken. Ah, gibt es irgendwas, was ich machen kann? Ich will natürlich versuchen, ja, einige Leute, aber die kann ich wahrscheinlich mit ihr dann lieber angreifen, ne? So, was wir machen ist, ich brauche beide, ne? Oh ne, oh, wegen Koopschlag. Okay, muss aber treffen auch, ne? Behutsamkeit, sehr gut. So, das war schon der erste Zug. Der war relativ chillig. So, dir möchte ich dann mal was anderes außer Dings geben. Was ist deine Figur? Figur 10. Ach, wegen Sigurd. Geschicklichkeit 16. Was ist eine Geschicklichkeit 21? Das heißt Geschicklichkeit 20. Oh wow. Kannst du ihn sogar erledigen, wenn ich Glück habe. Hm. Nehme ich den mal Volganon. Und der gebe ich dann. Ich werde ja wohl noch einen anderen Zauber irgendwo eingelagert haben, ne? Und den mache ich fertig, wenn ich ihn treffe. Die würden so oder so auf mich losgehen, ne? Sind keine feindlichen Einheiten in der Nähe von denen. Also ich muss so oder so gegen die kämpfen. So, alles klar. Nein, ich will die Animation sehen. Geht nicht. So. Natürlich möchte ich die Animation sehen. Hallo.
Ja gut, macht euch alle gegenseitig fertig. Davon sollten sie irgendwie mehr haben in Fire Emblem Spielen, also mehrere Armeen aufeinandertreffen. Macht mir immer voll Spaß. Wir haben alle ein eigenes Kampfthema. Liebes. Alter. Ich bin auch gern Schwertgeneral. Mann. Man konnte Madeline nicht eine Schwertgeneral sein im Spiel dieser Version. Hat doch voll Sinn, man hätte von jedem General eine Version. Da ich mehr oder weniger zwei Jades in meiner Reihe, wenn ich sie irgendwann bekomme. Oh, was sogar noch neben gehauen. So, jetzt kommen die alle. Ah, nicht alle. Und ja, habe ich mir schon gedacht, da kommen Stärkungstruppen. Kann ich irgendwo sehen, wie viele Gegner hier sind? Nee, ne? In früheren Fire Emblem Titel konnte man immer so nachgucken, so wie viele Gegner noch übrig sind. So, was ist eine Verteidigung überhaupt? 29. Damit kann man doch bestimmt irgendwie was reißen, ne? Alter, ich habe vergessen, wie stark sie ist. So in der Stärke 32, 26. Niemand von denen kann dir Schaden machen, außer er. Ja, verdammt. Oder was ist seine Resistenz? 10. Von dem muss ich mich hier fernhalten. So, mein Plan wäre jetzt hier so eine Mauer zu bauen, ne? Und die sind auch nicht so stark hier. 26, 32. Ich pack dich mal hier hin. Du kommst hier hin. Wir sind ja bei Wäldern, ne? Nee. Egal. Planänderung. So. Oh. Mit dem Treffen hat üben wir noch ein bisschen, Kollege. Oh. Mein Aufgabe steht sogar da. Wir hatten ja genug Verteidigung. Niemand. Eigentlich nur sie, ne? Ich glaube, ich will mich dann nach rechts, ne? Dann packe ich mal meine ganzen Flieger hier hin, ne? Weil wenn die näher kommen, dann komme ich dann hier und mache die einfach alle platt. So, dich kann ich einfach erledigen. Cool. Ja. Ja. Level 20 Emblem. Boom. Ja, bist du mal hier hin. Du bleibst da. Sie hat eigentlich auch viel Verteidigung. Ah, 24, 19, 19, 18,
32, 26. Sie nimmt 2 Schaden einmal. Ja, komm. Bist du hier in? Du gehst. Ja, da trifft es der Magier, aber. Du bist hier in. So. Okay, ich muss aufpassen irgendwie. Wir sind ja viel zu wenig Gegner. Hm. Ist da oben Bogenschütze. So, du wirst wahrscheinlich nicht treffen, ne? Aber Hortensia, du hast doch eine gute Trefferquote, ne? Ja. Letztendlich ist eigentlich jedes Kapitel so irgendwie ausgelegt, dass ich irgendwie weil nicht einfach darauf achten muss, nicht hier Neil in Reichweite zu packen. Er ist irgendwie der einzige, den ich hier irgendwie beschützen muss. So, du krieg ich dich kaputt. Ja, ne? Ich will aber nicht da reingehen, weil sonst kommt der Schütze und macht mich platt. Hm, will ich dich anlocken? Du willst mich ja nicht so kaputt hauen, oder? Ich meine, wenn du auf mich loskommen würdest, wäre natürlich perfekt. So. Na, ich nehme mal, wir gucken uns nicht die Cutscenes an. Oh, ein kritischer Treffer. Da hatte ich Madeleine eigentlich ja Dings gegeben. Tomahawk. Weiß nicht. Unsere Prinzessinnen sind viel besser als eure Königin. Außerdem sind die gut. Wir gehen hier nach Disney-Logik natürlich, ne? Königin sind böse, Prinzessinnen sind gut, ne? Okay. Das ist eigentlich nicht schlecht, ne? Aber hier kommen wahrscheinlich noch mehr Leute irgendwann. 18%? Im Wald drin, ja, also dann glaube ich Gregory. Ja, ich muss ich erledigen, weil du gehst mir wahrscheinlich auf den Nerven. Unser Zug, oh wow, eingekesselt. Ja, mach ruhig weiter. Ja, Gott. Korbschlag. Ja, Gott. Also weniger KK muss ich erledigen. Er ist genau dahin gegangen, wo ich hin wollte. Oh Mann. Das Blöde ist, wenn die mehr Verstärkung kriegen als irgendwie. Das ist immer so die Regel im Fire Emblem, ne? Du möchtest am liebsten immer mehr Gegner töten, als Verstärkung kommt, ne? Weil nur so kriegst du auch irgendwie hin, dass die Gegner irgendwann nachlassen. So, Alter, was ist mit dieser Trefferquote, Mann? So, jetzt wird's hier aber ein bisschen ungemütlich. So, ihn können wir erledigen und dann abhauen, aber dann sind die ja alle in Reichweite. Kann ich den ja machen. Muss ich aber hier rein. Wenn ich die alle erledigt kriege, was gut aussieht. Hm.
Ach. Ach. Ich finde die Musik klasse. Nimm dir jetzt sie. Na, dich mach mal platt. Wäre vielleicht nicht drum rumkommen, vielleicht tanzen zu müssen. Mal schauen. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer hat die schönste Hand? Mit einem Schlag. Ah, da muss ich aber treffen. Wie sieht's mit dir aus? Oh, what? Sie trifft aber nichts damit. Nein, 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 geht immer da schön auf die wieder los. Obwohl, wenn ich hier reingehe. Dann kannst du ihn noch angreifen. Ja, aber der, ja, der hat ausweichen. Versuchen wir es. 71%. Voran. Oh, sehr gut. Bisschen unnötig, aber sehr gut. Die Sache ist halt, immer wenn man Crit sieht, dann weiß man, man trifft. Weil kritische Treffer könnte ich daneben hauen, ne? Wenn ein Crit ausgerechnet wird, dann ja. Da hat man auf jeden Fall getroffen. So. Wenn ich da morgen kommen, glaube ich. Zack. Sehr gut. Kann ich den hier machen und dann zu Nö. Ah, den werde ich nicht getroffen kriegen. Ein paar Korbschlägen allerdings. Möchte ich hier hinpacken. Du da oben. Du wirst aber nicht so viel Schaden machen, ne? 29. Du wirst gar keinen Schaden machen. Okay, wenn ich Glück habe, treffe ich mit den zwei Korbschlägen. Wenn ich Glück habe, mache ich den jetzt platt. Nö. Au. So, dann mache ich Folgendes, ne? So, Korbschlag, bitte triff. Weil wenn nicht, bist du tot. Und zeig mir, was du drauf hast. Okay, gut. Ja, wir haben was mit ihm gemacht. So, sehr gut, ne? So, Entschuldigung. Was? Okay. Ich spiele das Stahl mit dem Speer auerlegen. Nee. Na gut. Dann rein da. Prinzessin? Der war gut. War ein bisschen unnötig, aber trotzdem cool. Okay, dann machen wir so bitter, ne? Das ist schon so ein bisschen nicht nett, wie irgendwie mir immer genau ein AP fehlen, ne? So, habe ich das jetzt überhaupt hier? Ich glaube, das wird nichts, ne? Okay, du wirst aber wohl niemanden hier
erledigen, ne? 17 Scharlanze. Ja, niemand wird hier drauf gehen mit Einschlag. Ich kann meine Magie auch ein bisschen hier hinterpacken, ne? Ne, kann ich nicht. Kann ich wohl. Hier. Wenn du mich angreifen würdest, dann würde ich überleben. Weil ich halt so schnell bin, so schlau bin und so, ne? Na, dann mache ich den hier, ne? 13, 20, ne? Und dann ist eigentlich alles okay, ne? Ja, dann gehst du halt auf ihn los, wahrscheinlich, sehr höchstwahrscheinlich. Warte, eine bessere Idee. Klappt aber nicht, verdammt. Dreck. Ich hätte sein Schwert hier so ausgetauscht, aber geht glaube ich nicht. Na. So, mit Volganon. Ja, du machst mir 5 Schaden. Ich nehme an, Schwertkämpfer sind nicht so stark, ne? So, warte mal, sie hat doch ein Schwert, genau. Nee, sozusagen zu seinem Schwert zu wechseln hat auch nichts gemacht, weil der Typ hat eine Lanze. Ah, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Okay. Dann macht euch mal gegenseitig bitte fertig. Ich kann theoretisch jetzt hier unten eigentlich warten, ne? Die gehen ja wahrscheinlich beide auch gegeneinander los, ne? Okay, warum gehst du nach unten? Geh nach rechts, also Gegner. Ah. Wo gehst du denn jetzt hin? Brechen über alles, nehme ich an, ne? Warte mal, ist er jetzt tot? Ist nicht tot, oder? Nein. Nur nah dran. Okay. Wo ist der Mera? Ach, komm. Ihr seid schon wieder zu nah. Da wird jetzt ja so lange wieder weitergehen, ne? Okay, solange sie sich nicht auf uns bewegt, ne? Was sie wahrscheinlich machen wird. Warte, ich habe ja Madeleine mit ihren Super Lin. Ich treffe alles von jeder Reichweite. Move. Okay. Mhm. Und habe ich Schwertkämpfer 26, 31. Da könnte mir ja reingehen, ne? Was ist überhaupt deine Dings hier? Wasseradern, ne? Das ist lahm. So, 100%.
91%. Das ist nicht schlecht. Ich meine, sie hat schon eine hohe Fähigkeitswert, ne? Von daher. Okay. Warum kann sich Temera kümmern? Ah, ich habe ihm nicht das Donnerschwert gegeben. Gott sei Dank. Warum sollte ich ihm nicht das Donnerschwert geben, ey? Donnerschwerter und Hauptcharakter gehen Hand in Hand mittlerweile. Na, Temera, du kommst mit all dem ja klar, ne? Stehen. So, dir wollte ich mal ein anderes Buch noch geben. Ha, ich habe nur super starke. Cool. Na, ich weiß nicht, wo Ivy hingeht. Ich hoffe, sie kommt nicht auf uns los. So, du hast 17, du hast 13, 28. Ich nehme einen Schaden. Einer. Okay. Warte. So. Ja, was geht? Er macht mir einen Schaden. Ich mache ihn 25. Kritisch. Ja, das Ritter gehen auf Schützenlose. Ja, ich warte noch ein bisschen da unten, ne? Sollen die doch gegenseitig auf sich losgehen? Ich weiß noch nicht, wo sie jetzt hin will. Geht sie auf uns los? Hat mir gerade irgendwie nicht gefallen. Irgendwie bewegt sie jetzt irgendwo hin, wo ich sie gar nicht erreichen kann. Ich würde irgendwie lachen, wenn irgendwie einige der Gegner irgendwie auf die Bosse losgehen würde. Die erledigen würde. Ich weiß noch, wie ich in den Free Houses hier Battle of the Eagle allein gespielt habe und ich bin mit einer Balliste auf Dimitri losgegangen. In der Mitte der Map ist dann so eine Balliste, wo normalerweise Bernadetta drin ist. Weil ich habe die dann selber benannt, habe einfach Dimitri abgeschossen. War awesome. So, sehr cool. Temera steht immer noch da oben. Oh, jetzt geht sie da rein. Okay. What?